Hör mal gut zu, Mann, denn es geht um uns beide, klar? Nach dem Roman von Elmore Leonard. Der neue Film von Quentin Tarantino. Wenn du die Chance hättest, eine halbe Million Dollar abzugreifen, würdest du es tun? Klar. Was haben eine Stewardess, ein Waffenhändler, ein Kautionsvermittler, ein ehemaliger Häftling, ein Bundespolizist und ein Strandhäschen gemeinsam? Wenn du da mit einsteigen willst, dann musst du die Geschichte bis zum Ende durchziehen. Sie alle waren hinter einer halben Million Dollar in Bar her. Keiner würde das Geld vermissen. Eine halbe Million Dollar wird immer irgendwer vermissen. Wir warten, bis die Übergabe stattgefunden hat und dann schnappen wir uns das Geld. Ich möchte dich mal sehen, wenn jemand auf deinen Arsch zielt. Das war geil. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Sie hat's also mit dir getrieben. Hat sie das gesagt? Ich hoffe, du hast dich hinterher wenigstens ordentlich geschämt. Ja, das schon. Jetzt stellt sich nur eine Frage. Ich soll in den Kofferraum klettern? Mann, die ganze Aktion dauert höchstens 10 Minuten. Mann, ich steig nicht mal für eine Minute da rein. Wer will hier wen austricksen? Sie schlägt einen Deal vor. Ja, aber was hat sie anzubieten? Sie wollen ihn in eine Falle locken? Ja. Das wäre verdammt dämlich. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton und Robert De Niro. War sie tot? Naja, ich... Ja oder nein, war sie tot? Ich nehme schon an. In Quentin Tarantinos Jackie Brown. Okay, Buddy Silk. Wenn du 100% sicher sein willst, dass du jedes Arschloch, das dir auf die Nerven geht, umlegst, dann gibt's dazu keine Alternative. Nichts auf der Welt rettet mich und meine AK.